Ja, eigentlich sieht's richtig aus. Aber richtig aussehen und richtig sein, das sind immer zwei Dinge, weißt du? Ob ich dann den Sprung direkt auf den Balken schaffe, Freunde? Ein ziemlich riskantes Ding. Oh, doch. Ich hatte schon Angst, dass ich ins Wasser fall, weißt du? Wo ist die Scheiße? Aber ich habe hier keine Zeitbegrenzung, oder? Nee. Scheint ja dabei eigentlich gut zu laufen. Ich komme dem Ziel näher, ohne dass ich bisher im Wasser war. Aber es klappt sicher eh nicht. Ja, mache ich ja gerade. Bin ja gerade dabei. So. Laufen, 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 laufen. Wir kommen immer näher. Ja, wir kommen immer näher. Ich gehe mal runter, damit mich die Wache nicht permanent am Arsch leckt. Nicht permanent am Arsch leckt, nicht permanent am Arsch geht, wollte ich sagen. Okay. Aha. Seid ihr wegen der Hure hier? Ich habe euer Geld. Lasst sie gehen. Nein! Wendet euch an Cesare! Boah, das ist richtig scheiße. Naja, ihr sterbt jetzt, du hast nichts mehr zu lachen, man hätte sie freigelassen. Das war ein richtiger Fehler, ihr kriegt's jetzt mit meinem Dolch zu tun. Pff, Alter, mit Staub schießen, wie gay ist das denn, Alter? Bam! Pff, wie er ausweicht, guck mal. Bam! Die lassen sich nicht Blitzattentaten. Tsch. Bam! Boah, Alter, hör auf mich zu packen. Du Schwein. Bam! Oh ja. Yeah. Boah, ich feier das einfach extremst. Das ist gleich ein Bordschaltturm, aber das können wir nicht machen, das können wir nicht riskieren. Weil wir wollen ja die 100%, wenn wir schon so brav waren und nicht ins Wasser gesprungen sind. Obwohl wir tausendmal schneller dort gewesen wären. Wobei, ich muss ja den Rückweg auch schaffen. Oh. Ja, das kann nicht so schwer sein. Mit genug Geduld ist das sicher machbar. Locker sogar. Wenn man nicht übertreibt. Einfach schön am Weg bleiben und nicht übertreiben, dann passt es auch. Sind die 100% bei den manchen Missionen wirklich kinderleicht? Nicht bei allen, aber bei vielen. Was ich jetzt so gemerkt habe. Das ist nicht so schwer. Nicht immer. Den einen Grab haben wir es auch geschafft sogar. Fand ich voll cool, dass wir das gepackt haben. Was ich ja nicht gedacht hätte. Ne, hier nicht. Da gehe ich erstmal drüber. So. So. Schafft er den Sprung, Freunde? Sollte, oder? Sollte schon. Ja. Ja. Ja, schön. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass er irgendwie schief springt oder so. Was ja bei mir nicht selten passiert, weißt du? Boah, leckt mich doch. Ich bin doch jetzt gleich da, nervt mich jetzt nicht. Nein, das wollte ich gar nicht. Geh weg. Boah, die ganze Stadt ist gleich in Aufruhr. Schnell, 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 schnell. Na, spring jetzt hier, Mann. Danke. Ja, ich hab's geschafft. Das war aber jetzt nicht so schwer. Das war eigentlich sogar sehr, sehr leicht. Hä, wo ist denn der Kackeingang? Auf einmal ist der jetzt oben, oder was? Ja, tatsächlich. Mutter? Schwester? Ezio,
Sir Machiavelli sagte, du wärst vielleicht hier. Was macht ihr hier in Rom? Wurde Florenz angegriffen? Nein, oder eher, ich weiß es nicht. Wir waren nicht in Firenze. Warum? Ezio, wir wollen helfen. Ich wollte euch helfen, als ich euch nach Florenz schickte. Wo ist Madonna Solari? Sie ist tot. Merda. Was nun? Müssen wir jetzt schließen? Ihr schließt nicht. Ich brauche euch. Messere, wenn niemand die Geschäfte führt, sind wir am Ende. Ich tu's. Du gehörst hier nicht her, Claudia. Ich weiß, wie man ein Geschäft führt. Onkel Marius führte ich Jahre. Dies ist anders. Welche Alternative hast du, Ezio? Wenn du es machst, Claudia, bist du ganz allein. Ich war die letzten 20 Jahre allein. Bene. Ich plane, das Bordell herzurichten. Hier sieht's ja schlimm aus. Und ich will, dass die Dirnen Caterina Sforza finden. Du kannst auf uns zählen. Geile Scheiße, Mann. Jetzt sind auch die Mutti und die Schwesterlein da. Die Story nimmt langsam hier Gestalt an. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also bis jetzt bin ich wirklich gut unterhalten von dem Spiel. Kann ich so nicht anders sagen. Wirklich. Das ist echt so. Das war wirklich die Phase, die ich damals hatte. Ohne Scheiß. Assassin's Creed Brotherhood ist tatsächlich gut. Ja. Aber ich habe das eh schon befürchtet. Seit wann ist in Assassin's Creed schon schlecht? So, ja, komm, bauen wir hier aus. Jetzt haben wir auch ein Bordell, ein paar Nutten, die verdienen auch gut. Da kommt gut was in die Stadt rein. Garantie auf Lebenszeit. Jojo. So, kann ich das auch gleich? Bitte? Hallo? Aha. Willkommen in der Rosa in Fiore. Wie du siehst, ist es das beliebteste Bordell in ganz Roma. Mein Geld ist gut angelegt. Hier ist eine Liste der Künste meiner Mädchen. Viel bringst du ihnen nicht bei. Du kannst es besser? Nessun problema. Ezio, die Borgia machen es Claudias Dirnen schwer. Es gibt vieles, was du tun könntest, um ihnen zu helfen. Ich werde es mir merken. Sonst noch was? No. Ezio. Habt ihr Caterina gefunden? Wir arbeiten daran. Bene. Besuch mich auf der Isola Tiberina, wenn du etwas erfährst. Aber irgendwie ist die Beziehung zwischen Ezio und seiner Familie schon etwas anders geworden über die Jahre, ne? Wer merkt ihr das? Aber dennoch noch cool, finde ich. Es ist halt lockerer geworden. Es ist halt, er ist halt erwachsen, er ist halt ein Mann. Damals war er noch, ja, da hat der Vater noch Befehle gegeben und so, wisst ihr ja noch in Assassin's Creed 2 und die Mutti ja auch. Wieso kann ich mit der Mutti eigentlich labern? Ja, ist schon logisch, aber was hat das jetzt da sprechen? Buongiorno, Mutter. Ezio, schön, dass du kommst. Was beunruhigt die Dirnen? Die ehemalige Besitzerin Madonna Solari war eine Betrügerin. Wir entdeckten Verbindungen zur Kirche. Schlimmer noch, einige unserer Dirnen schlafen immer noch mit dem Feind. Ich spüre sie auf. Besuch Dirnen, denen ich traue. Sie helfen dir. Grazie, Ezio. Aha. Okay. Das ist aber eine Nebenmission, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie habe ich da kein Symbol auf der Karte gesehen, dass das jetzt eine echte Mission war. Ja, was weiß ich, ne? Schauen wir mal. Ja, wir können jetzt Nutten anheuern. Das ist schon mal gut. Komm hier, das möchte ich renovieren. Ach, das ist schon renoviert. Sehr schön. Warte, König, kann ich damit vielleicht schneller zur Mission? Oder ist die gar nicht weit? What the fuck, so weit wollte ich doch gar nicht raus. Nee, die ist nicht so weit. Ne. Ja, bitte, das können wir auch aber laufen. Wartet mal. Das eine Poster hole ich mir kurz. Dann sind wir ganz anonym. La 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 la. Hallo Pferd. So, hier. Okay. Auf zur Mission.
Auf zu der Mission. Aber jetzt ich bin ein bisschen irritiert, wenn ich ehrlich bin. Was ist denn da jetzt mit den Noten? Muss ich das machen oder? Weil da steht nichts auf der Karte. Ist ja wurscht, wenn ich irgendwas sehe, dann mach's einfach und wenn nicht, nicht. Scheiß drauf. Das ist jetzt nicht so wichtig, glaube ich. Mach mal hier schnell den Borgia-Dom, Freunde. Ich glaube, das wäre ganz geil. Ja, komm, mach mal den schnell. Der ist so geil auf dem Weg. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal schöner. So, dass ich, Moment. Ach, da ist der. Ja, stich halt. Ich verstehe es nicht, Freunde. Immer fail ich, aber so unnötige Fails. Ich hasse das. Bam. Lol, guck mal, wie die wegrennen. Oh oh. Alter, wir sollten uns unbedingt Munition kaufen. Boah, du beschissener. Boah, der macht mich wütend. Komm her, du Arsch. Wie macht man das, Freunde? Wie kann man den vom Pferd runterschmeißen? Ich kapier das nicht. Ich kann auch mit Staub schmeißen. Aber was bringt mir das? Wie mache ich den weg? Wurfmesser? Geht das mit dem auch? Wieso? Hier. Wo ist der Mistkerl? Boah, Steuerung, hallo. Ja, danke. Den doch, bitte den. Visier doch den am Pferd an. Drauf geschissen, Freunde, ganz ehrlich, drauf geschissen. Ja, ist. Wie scheiße ist das denn, ey? Komm, komm. Wartet mal, ich brauche hier einen anderen Platz. Ich kann da nicht kämpfen. Boah, wie unlogisch, Freunde. Der hat null damit gerechnet. Habt ihr das gesehen? Der hat null damit gerechnet, ich schwöre. Das hat man richtig gesehen, dass der null damit gerechnet hat. Das finde ich voll geil gemacht, wirklich. Ehrlich. Das finde ich scheiße. Ja, wie macht er das? Ich renne einfach auf die Wand und spring dich an. Guck, das geht voll nicht. Voll geil. Alter, wieso kann ich den nicht entwaffnen? Was ist denn das für eine Wichse? Das ging doch immer bei den Fetten. Ich verstehe null, wie man die vom Pferd runterbekommt, außer mit der Pistole oder was. Ja, ich sehe viel mit der super Kamerasteuerung. Die ist genial, die ist super. Oh Gott, jetzt gibt es auch noch zwei Schwächlinge am Pferd. Boah, Ezio, nimmst du mal bitte das Schwert? Ich drück so oft schon nach rechts, Mann. Ach, so macht man's. Boah, da musst du ja mehr das Pferd verprügeln als den Typen. Wie schwul ist das denn, Mann? Ist das jetzt Mode oder was, dass jetzt alle aufs Pferd steigen? Weil sie zu schwul sind, am Boden zu kämpfen. Alter, das ist doch eine. Das ist eine Frechheit, Alter. Wirklich, das ist einfach eine Frechheit. Ohne Scheiß, das ist einfach eine Frechheit. Wie holt man die denn bitte vom Besser vom Pferd? Das ist mir zu scheiße einfach. Das dauert ja ewig, Alter. Das regt mich einfach extrem auf gerade.
Dass das nur mit der Pistole geht, ist aber ganz schön eine Einschränkung, Mann. Boah, übelst zäh. Wenn du da nichts zum Schießen hast, ist das übelst schwul einfach. Toll, Alter, ich sterb. Das ist so gay einfach nur. Sorry, Leute, aber das ist richtig gay. Das ist so anstrengend einfach, die umzubringen. Mit diesem schwulen Pferd einfach, Mann. Boah. Guck mal, meine Rüstung ist sogar down. Boah, ist das scheiße gemacht, ohne Mist. Das ist so scheiße gemacht. Dass man die nicht anders vom Pferd runterholen kann. Da muss der erstmal 10.000 Mal das arme Pferd in die Fresse hauen, bevor der Wichser da drauf sitzt, runterfällt. Was ist das denn für eine Wichse, ey? Boah. Mich das aufregt, ey. Jetzt muss ich erstmal zu einem Schmied und zu einem Arzt, sonst kann ich das vergessen, ey. Aber ich will das unbedingt haben, ist ja klar. Ich meine, ich muss den fucking Borgia-Turm übernehmen. Das kann doch nicht so schwer sein. Schon allein der Anfang war ja die übelste Wichse. Wie kann der mich sehen, wenn ich um die Ecke stehe und dann zusteche? Das ist pure Unlogischkeit einfach nur. Das ist wie Scheiße, die auf Scheiße geschissen ist, Alter. Ohne Mist. Das ist behindert einfach. Boah, wie mich das aufregt. Das regt mich einfach unnötig auf. Boah, hier gibt's nichts in der Nähe. Das regt mich schon wieder extremst auf. Boah. Verpisst euch mal, ihr beschissenen Zivilisten. So. Was haben wir hier? Boah, da gibt's auch eine unnötige Scheiße. Gibt's hier keinen Schmieden, einen Arzt, Mann, oder so? Das kann doch nicht sein, hey. Kunsthändler und so ein Scheiß. Das braucht doch kein Mensch, ey. So, ich suche jetzt hier erstmal einen Arzt und einen Schmied, sonst kann man das vergessen, Alter. Ich habe meine ganze fucking Medizin verbraucht, ey. Und das alles nur, weil das Spiel so behindert ist und einem nicht die Möglichkeit gibt, den Wichser da runter zu holen von dem scheiß Pferd. Du musst erstmal auf das Pferd 10.000 Mal einprügeln, bis der Trottel runterfällt. Das kann doch nicht sein. Das kann's echt nicht sein. Eieiei, ohne Scheiß. Deswegen brauchen wir auch unbedingt die Armbrust. Weil mit der Pistole hast du so wenig Schuss zur Verfügung. Das ist so gay einfach nur. Ah, Mann, Mann, oh Mann. Wir brauchen auch unbedingt eine neue Rüstung und alles Mögliche. Aber in dem Spiel geht echt das Geld langsam hoch. Aber das ist jetzt nicht so ein Drama. Wenn die Borgia-Türme nicht so behindert und scheiße zum Einnehmen wären. Die wären eigentlich total leicht zum Einnehmen. Die scheiß Pferd-Vollidioten nerven. Die treiben es wahrscheinlich sogar mit Pferden, die beschissenen Wichser. So, was ist da jetzt, Alter? Gibt es hier mal einen beschissenen Arzt oder sowas? Hier gibt es ja wirklich gar nichts. Ich probiere das jetzt einfach nochmal. Ist mir scheißegal, ob ich draufgehe, Freunde. Das Problem ist, man muss ja den Kack-Hauptmann machen, damit man überhaupt, Dingens hier machen kann, verstehst du? Die Mission möchte ich noch nicht machen, die möchte ich einfach noch nicht machen. Das direkt mich zu stark auf jetzt, das will ich nicht machen. Ich will das jetzt machen. Nicht dat das. Wo waren wir das? Hier. Ich will diesen fucking Aussicht, also diese scheiß Turm da machen. Das kann doch nicht sein, das regt mich zu stark auf, ich muss den jetzt machen, ich muss. Der muss gemacht werden, Alter. Es kann doch nicht sein, dass die Wichser mich abserviert haben. Und auch nur auf so billige Weise, weißt du? Das kann ich nicht zulassen. Das kann ich nicht hinnehmen. Reitet der schwul am Pferd und glaubt, er ist jetzt voll der Hero oder was? Das ist der Turm. Ja klar, das ist er. Ich werde mich da jetzt anders annähern. Wie sie hier wie Haftbefehlskinder vor der Tür stehen, Alter. Ach so, der stirbt im Einschuss. Super. Danke, dass ich das früher fahre.
Alter, was ist das denn für eine Wichse hier? Wieso werde ich da so schnell gesehen? Ich möchte ihn heimlich ausschalten. Dann direkt den Borgia-Turm erklimmen und tschüss, Alter. Das kann doch nicht so schwer sein. Es ist... Was war das denn für ein Bug? Ich bin durchsaus durchgefallen. Guckt, Freunde. Guckt mal, ich bin im Haus drin. Ich komme hier nicht mehr raus. Schau mal. Freunde, guckt euch das an. Ist das nicht wieder mal typisch Ubisoft? Wenn das nicht Ubisoft ist, dann müsst ihr jetzt ganz groß mit übertrieben geiler Schrift müsst ihr da jetzt stehen. Das ist Ubisoft. Nur hier bekommen sie Bugs in Hülle und Fülle. Bugs, die keine anderen Spiele haben. Bugs, die Sony Computer Entertainment oder sonstige Macher, die wirklich gute Spiele erstellen, niemals tun würden. Nur hier bei Ubisoft bekommen sie die besten Bugs aller Zeiten. Also kaufen sie unsere Spiele zum Vollpreis und genießen sie mit voller Bughaftigkeit. Okay, ich muss einen Cut machen und das Spiel resetten. Bis gleich.